ist das der neue Trend? Autos leihen und damit durch die Stadt rasen, morgen im Stadtanzeiger. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, einem Musikerin. Ihr seht hier schon diese Loopstation. Sie wird uns erklären, was das genau macht ist und warum sie mit Helene Fischer unterwegs ist. Pauline Moser. Yeah. Okay, wir machen natürlich erstmal kurz hier so ein... Obligatorisches Selfie. Ich bin total social media. Hochschieben, ne? Kuh muss man sehen. Stimmt. So, da haben wir den Selfie gemacht und jetzt nimm bitte Platz und wir kommen zu dir. Wie schmecken dir die Themen bis jetzt? Hast du ein bisschen mitbekommen, was so abgegangen ist? Ja, habe ich mitbekommen. Es ist echt spannend. Bist du auch Teil der Autoraser-Szene? Ja, ganz großer Teil. Ich habe leider auch die Kölner Lichter nicht gesehen, aber jetzt habe ich es ja nachgeholt. Danke, schönes 5 Sekunden Zusammenfassung. Hast du den Kuchen schon probiert? Wie du siehst, habe ich noch gewartet auf dich. Ich bin sehr höflich, aber du hast nicht auf mich gewartet, ne? Macht ja nichts. Der Kuchen schmeckt sehr lecker. Okay, und willkommen zu dir. Pauline Moser, ein Mädchen aus Köln, ursprünglich aus Bonn und jetzt mit Helene Fischer auf Tour. Wie kommt sowas zustande? Ach du, das Leben hat manchmal Überraschungen für einen parat. Ich mache ja schon immer Musik, seitdem ich denken kann. Und wo gucke ich eigentlich rein? Gucke ich dich an? Ja, guck ich dich an? ja, das kam über, sag ich mal, Arbeit einfach. Arbeit, Kontakte, Glück. Also es spielt, glaube ich, alles eine Rolle. Was ich mich gefragt habe, wenn man so ein Konzert sieht, Helene Fischer, die haben letztes Jahr hat die eine große Tour gemacht in ganz großen Clubs. Ja, also was waren das? Arena-Tour war es letztes Jahr. Genau, und dieses Jahr Stadientour. Genau. Und hat man dann plötzlich als jemand, der da mit ist, ganz viele neue Freunde, die dann sagen... ganz viele neue Freunde, gar nicht so sehr, aber was ganz krass ist, sind die Leute, die man seit 10 Jahren nicht mehr gehört hat, die tauchen dann auf einmal wieder auf. Aber nee, es hält sich in Grenzen. Ja. Ich glaube, die sind alle zu verschämt, dann, um dann wieder aufzuschwimmen, viele. Aber das ist ja schon etwas, also das war jetzt, wo sehen wir das jetzt, in Köln? Du, das kann ich ganz schlecht auseinanderhalten nach 24 Konzerten in Stadien. Das kann Köln gewesen sein. Okay, wir haben aber auch dieses Bild hier, das sieht auch sensationell aus. Du weißt auch nicht mehr, wo das war. Das war, glaube ich, in München. Okay, ein Instagram-Foto von dir in München. Das sieht ja schon krass aus, wenn man alleine diese Bilder sieht. Wie ist das dann selber auf so einer Bühne zu stehen? Beziehungsweise wie ist das, wenn du dann zu Hause bist? Du machst ja gleich noch eigene Musik, wie wir aussehen werden, wo du dann in kleinen Hallen spielst, wo vielleicht, weiß nicht, wie viele Leute sind da bei den Konzerten? Ganz unterschiedlich, aber natürlich eine ganz andere Dimension. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mir irgendwie jetzt Stadien mehr Spaß machen als kleine Räumlichkeiten, weil das hat irgendwie ein ganz anderes Flair dann einfach. Das macht alles auf seine eigene Art und Weise echt mega Spaß. Und du denkst plötzlich, Mann, ey, da lieben einfach 50.000 Menschen nur mich. Genau. Andererseits ist es ja nicht um mich, so deswegen ich bin zum Beispiel auch komplett gar nicht aufgeregt, wenn ich da mit Helene Fischer toure, also auch jetzt auf dieser kleinen Bühne da mit ihr zu singen. Also null aufgeregt, weil es einfach, weil ich jetzt nicht im Fokus stehe. Da bin ich nervöser, wenn ich irgendwie vor 10 Leuten stehe, die jetzt nur mich hören irgendwie. Wir sehen hier schon im Chat, vergesst Helene, die Kleine ist süß und echt gut. Also Sebastian, vielen Dank. Haben wir noch irgendwas im Chat, Sarah? Haben die Leute schon irgendwas gefragt? Also ihr könnt natürlich immer gerne an Pauli hier Fragen stellen. Ja, guck mal, der Chris schreibt, sehr beeindruckend. Und Sophia fragt, ist der Touralltag sehr stressig? Ja, also stressig in dem Sinne. Kommt gerade hier eine Tour, aber jetzt erstmal für dich, nicht. Ne? Ja. Ja, also sehr stressig. Es ist schon... Na klar, es ist eine Arbeit, also es ist jetzt nicht nur Spaß, du musst halt echt irgendwie 100% oder meistens 200% geben und ich bin auch so ein sehr ehrgeiziger Typ, ich mache da keine halben Sachen. Es geht natürlich dann irgendwie nach Konzert 20, 21 wirst du dann so ein bisschen so, okay, noch eins. Also ihr pendelt auch im Bus und ihr fahrt immer von Stadt zu Stadt, kommt irgendwo an? Nee, Gott sei Dank nicht. Also wir pendeln in Hotels, wir fahren dann immer, wir haben 2 Konzerte gehabt, einen Tag Reise und dann wieder 2 Konzerte, dann wieder British einen Tag Reise. Nobel. Also bei Helene ganz wird nur im Hotel. Ja. Okay. Ja. Und der Simon fragt noch, ob du lieber Apfelwein oder Kölsch trinkst. Ja, das ist mal so eine Frage, die muss man zwischendurch mal raushauen. Ich trinke tatsächlich, ich weiß, ich oute mich jetzt ein bisschen als Kölner, aber ich trinke lieber Apfelwein. Okay. Tatsächlich? Ich liebe Apfelwein, ja.
Okay, was geht jetzt hier ab? Ja, sehr gut recherchiert, also Simon, gute Sache. Ja, was wir dir natürlich nicht oder den Leuten da draußen natürlich nicht vorenthalten wollen, ist, du machst auch eigene Musik mit deiner Loopstation, was wir gleich nochmal zeigen werden. Mhm. Machen wir zusammen ein bisschen Musik, dann zeige ich mal, was hier richtig abgeht. Du hast ein eigenes Video produziert, wo auch deine Schwester drin mitspielt. Richtig. Muss man sowas machen? Ist sowas ganz wichtig, dass man eigene Sachen produziert, dass man sowas ins Netz setzt? Und vor allem, du hast es ja relativ aufwendig auch produziert. Ja, also was heißt, muss man machen? Kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe natürlich viele Sachen aufgenommen. Also ich habe viele Songs schon aufgenommen. Ich habe eine EP mal rausgebracht und bin jetzt an der zweiten. Und dachte, die so ein Clip. Die du auch mitgebracht hast? Genau, die ich auch mitgebracht habe. Die könnt ihr auf dem Marktplatz gewinnen. Ich dachte mir, so ein Clip käme vielleicht auch ganz gut mal. Also die nächsten Clips auch an, aber das war auf jeden Fall so der Startschuss. Okay, jetzt ein erster Ausschnitt aus Pauline Mosers Believe. Bitteschön. The time and day, do what you do, say what you need to say. Mit Komplimenten wirst du auf jeden Fall ordentlich hier überschüttet. Ich weiß auch nicht, wen habt ihr jetzt bezahlt, damit die das schreiben? Echter Wow-Faktor. Ja, nicht schlecht. Was ist das für eine Musikrichtung? Was macht diese Musik aus? Wie kommt man dazu, so eine Musik zu machen? Musikrichtung, also ich glaube, so richtig ein perfektes Wort dafür habe ich nicht gefunden, Genre. Aber ich würde es jetzt mal, wenn ich es in irgendeine Schublade stecken müsste, eher Pop sagen. Mit irgendwie klassischen Einflüssen. Also ich habe ja auch Klassik studiert. Und ich glaube so, ich bin ein riesen Filmmusik-Fan und so, und ich glaube so, diese ganzen Musikrichtungen, die auf dich selber einprasseln, die übernimmst du natürlich dann auch so ein bisschen mit, ne? Das heißt, der klassische Teil sind dann die Bratsche, die wir da gesehen haben, und das Klavier, ja. Und die Texte und der Gesang ist dann eher so das Poppigare. Ja, quasi, okay. Ja. Okay. Wir müssen natürlich jetzt mal zeigen, dass wir ja auch einfach mal Live-Pop machen können. Wir haben das eben schon einmal geübt, es hat nicht so gut funktioniert, aber wir probieren das jetzt nochmal ein zweites Mal. Erklär einfach mal ganz kurz, was das ist und vor allem, warum das jetzt so Trend geworden ist. Ich habe das mal ein bisschen nachgeschaut. Also vor 10 Jahren gab es eine Katie Tunstall, die das gemacht hat mit Black Horse in a Cherry Tree. Mhm. Das Lied kennst du ja gar nicht. Ja, kenne ich, ja. Dann Mark Foster 2012 hat auch mal so ein Lied gemacht, auf dem Weg, als ja, mit Loopstation und solche Sachen. Ist das der neue Weg? Machen nur noch Leute alleine Musik? Ich weiß es nicht, wie es bei den anderen ist. Bei mir hat es definitiv damit zu tun, dass ich es halt alleine machen kann. Also weil ich halt ein paar Instrumente spiele und auch singe, und teilweise ist es schwierig, irgendwie Bratsche zu spielen und dazu zu singen und so. Das ist jetzt nicht sehr vielseitig, und ich habe halt irgendwas gesucht, wo ich dann quasi meine eigenen Songs selber performen kann, weil ich einfach ein sehr unabhängiger Mensch bin und sehr flexibel unterwegs sein will. Nee, aber auf eine Band habe ich total Bock. Das kommt aber noch. Also erstmal so solistisch irgendwie in kleinen Lokalitäten ist ganz praktisch. Also quasi der Einstieg über die Loopstation, um dann sich irgendwann eine Band aufbauen zu können. Ja, also mit Bands kannst du ja auch viel mehr variieren, was du spielst. Und mit einer Loopstation, das ist natürlich viel vielseitiger als jetzt ganz ohne Loopstation, aber es ist dennoch nicht, du hast nicht alle Tore okay, offen. Okay, dann lass das jetzt mal ausprobieren. Also zeig mal, was du da genau machst, erklär es vielleicht einmal, und dann probieren wir das für alle Leute zu Hause.
nachmachen. Das macht riesen Spaß. Dieser Stuhl ist so tief. Okay, pass auf. Also, das ist halt ein Gerät, wo ich mich aufnehmen kann und kann selber sozusagen variieren, wie lange ich mich aufnehme und habe da verschiedene Spuren. Das heißt, ich kann auf die unterschiedlichen Spuren unterschiedliche Sachen aufnehmen und kann es dann so aufnehmen. Ich kann ja mal was demonstrieren. Ja. Und ich brauche dich natürlich sehr, sehr... Ich halte das Mikrofon. Ja. Also jetzt für euch Pauline Moser mit. Ich habe jetzt mal Larger Than Life von den Backstreet Boys mitgebracht. Okay. Zur Demonstration. Backstreet Boys, meine Lieblingsband. Excellent. Das kannst du. Also, ich glaube, das ist gerade Applaus hinten aus der Redaktion, der natürlich dir gebührt. Also ich habe mich ja extra, und dir, Mario, ja. Und dir. Ich musste leider, das hat mich irgendwann so ausgelöscht, ich habe es wieder gelöscht. So weit ist es gekommen. Sorry. Dann wirst du knallhart gelöscht. Ja, also das ist eine Loopstation. Wie viel kostet so ein Gerät? Wenn man das ist, glaube ich, eins der neuesten, was es gibt. Das hat auch Effekte und so drauf. Es kostet, glaube ich, 450 oder 500 so um den Dreh. Das sind ja eigentlich für Musik, Gegenstände, Instrumente relativ günstige Preise jetzt. Ja, ja. Ja, also was kosten die teuersten? Gibt es ja wahrscheinlich dann unendlich. Du, generell Effektgeräte und alles, da gibt es echt offene. Also ich glaube, da gibt es keine Limits, was es kosten kann. Keine Limits. Sophia schreibt schon, sie möchte jetzt auch so ein Ding. Ja. Ja, dann hau rein, Sophia. Und Adidas war heute Ausstatter. Stimmt. Hast du hier einen Werbevertrag? Also sie darf nicht mehr kommen, das gilt nicht. Wir sind natürlich unabhängig. Aber eine ganz andere Frage, wenn du jetzt schon so musikalisch unterwegs bist. Wir kommen nämlich zu unserer Kategorie von extra unterstützt. Hashtag und Doso. Kein Trainer. Und hier mein Ding runtergefallen ist. Pauli, was machst du denn heute Abend? Mit dieser Frage hast du gerechnet, wie ich sehe? Ja, ich weiß es noch nicht. Achso, wir sind gerade bei der anderen Kategorie, höre ich gerade. Wir sind gerade bei Like und Dislike. Was haben wir jetzt abgefeuert? Wo sind wir jetzt gerade? Und du so, ja. Erstmal, was machst du heute Abend? Was ich heute Abend mache, ich denke, ich muss mich mal an neue Songs hauen, weil ich bin jetzt frisch von der Tour wieder da und muss mal wieder ein bisschen eigenen Kram machen. Okay, wie geht man da so ran, also wenn man so einen eigenen Song schreibt? Ich setze mich gerne ans Klavier oder nehme eine Gitarre. Ich spiele ja gar nicht Gitarre. Alkohol? Und viel Alkohol. Ja, aber mal ernsthaft. Also ist das so dieses Bild, was man mal hat, so von dem Musiker, der sitzt dann da und raucht und trinkt, oder ist das Quatsch? Es ist keine Voraussetzung, dass ich Alkohol trinken muss, um Songs zu schreiben, aber manchmal tut es gar nicht so schlecht, so ein Schlückchen Wein zu nehmen. Okay, also falls ihr auch Lieder schreiben wollt oder mal euch heute Abend so ein bisschen gemütlich hinsetzen wollt, dann könnt ihr gerne bei der Pauline vorbeikommen. Ich werde später noch die Adresse durchgeben. Und für alle anderen gibt es ja auch das Cypress Hill Konzert. Das ist leider ausverkauft. Vielleicht könnt ihr vor der Halle noch ein paar Tickets ergattern. Für die anderen gibt es die Flashtones. Die spielen heute Abend im Sonic Ballroom für 10 Euro, eine Band aus den 70er und 80er, damals relativ erfolgreich, mit Musik aus den 50er.
50ern und 60ern und spielen jetzt in Köln. Schön aufgesagt, habe ich nicht auswendig gelernt. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie und zwar Hashtag Like Dislike. Ja, also ein ganz großes Thema heute im Netz ist natürlich, das Netz fragt Merkel. Hast du das mitbekommen? Netz fragt Merkel, dass ein YouTuber nach Floyd heute Abend um 18 Uhr ein großes Interview rausgeben wird, was er ja schon geführt hat, mit Angela Merkel. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Okay, sie war zu viel auf der Tour. Wir als netzkundige Menschen haben das natürlich mitbekommen. 13.000 Menschen haben Fragen rausgefeuert, die LeFloid heute Abend an Merkel stellen konnte. Beziehungsweise er hat natürlich ein paar rausgefiltert. Was waren so die Fragen, Sarah? Also das ist querbeet. Zwischen lustigen Fragen geht es auch um ernste Fragen zu Griechenland zum Beispiel. Das ist ja gerade sehr aktuell. Wir haben uns gedacht, das ist ja hier keine Politikveranstaltung, sondern ne, soll ja ein bisschen nett und lustig sein bei diesem grauen Wetter. Und deswegen habe ich ein paar amüsante Fragen gesucht. Zum Beispiel schreibt Herr Laurenz, wie viele Pokémon haben Sie denn schon in Ihrem Pokédex eingetragen, Frau Merkel? Ja, das ist natürlich eine sehr essentielle Frage, die ich auch an Angela Merkel stellen würde. Also ich hatte immer alle 151 damals. Ich weiß nicht, wie es bei dir, wie du da so aufgestellt warst. Ich auch alle 151. Und Wexer Kuhn schreibt bzw. fragt, wenn Sie eine Sache in der Welt ändern könnten, welche wäre das und wie soll diese Veränderung stattfinden? Ob diese Fragen dann heute Abend an Angela Merkel gestellt werden und ob sie dann mal ihr Pokémon-Kartenspiel rausholt und zeigt, was sie wirklich für Dinge hat, das werdet ihr um 18 Uhr auf LeFloids Facebook-Seite finden. Die Sarah postet natürlich netterweise nochmal, wo das genau zu finden ist, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich, das macht sie sehr, sehr gerne. Und für alle anderen, die fleißig mitgestellt haben, könnt ihr wie immer auf dem Marktplatz tolle Sachen einlösen. Unter anderem ein Album von dir. Du hast ja was mitgebracht. Eine EP. Ja, eine EP mit Vier schönen Liedern, ja. Damit bedanke ich mich, dass du da warst. Danke euch. Ja, danke dir. danke mir. haben wir noch irgendwelche Fragen an Pauli, die wir aus dem Chat noch nicht gestellt haben? Warte, Moment, da muss ich erstmal zurück. Da muss ich erstmal schauen. Hier. Der Chris möchte gerne wissen, ob das dein Lieblingslippenstift ist, den du heute trägst. Was sind das denn heute? Ihr habt echt geile Fragen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe mir darüber noch nicht die größten Gedanken gemacht, aber ich setze mich heute Abend mal hin und überlege mir das. Tendiert auf jeden Fall zu meinem Lieblingslippenstift. Vielleicht könntest du neben Pokémon und Lippenstiften ein Lied daraus zusammenfassen, was wir dann an Angela Merkel schicken können. Ja, das sind auch wichtige Themen, die. Sollte man politisch auffassen, das KIZ-Moser. Duo vielleicht irgendwie sowas. Ja. Also vielen herzlichen Dank, Pauli, vielen herzlichen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder nette Fragen an uns gestellt habt. Vielen Dank, Sarah. Und jetzt wie immer für euch gewohnt das Video des Tages. Dankeschön, bis morgen.